Hallo, meine Damen und Herren, schaut mal da, was wir am Start haben. Und guckt auch mal auf die Map. Ancient, Handschuhe, Knife und auch Cheats? Weiß ich jetzt nicht. Ich war eben selbst wieder komplett baff, dass wir einen haben, der sogar Handschuhe mit am Start hat. Ich meine, bei den Overwatch ist es ja echt so, dass man halt eigentlich 20 Stück macht und alle nur am Spinbotten sind. Man sieht nur den Boden die ganze Zeit. Und dann so einmal wieder reingewürfelt zu bekommen, ist natürlich herrlich. Wir schauen hier natürlich trotz alledem genau hin, denn falls er cheatet, muss er natürlich weg, das ist klar. Ohne schöne Night Terror, lecky schmecky. Mhm. Und ja, natürlich wird heute auch wieder das aktuelle YouTube-Giveaway aufgelöst. Also schön dranbleiben, am Start bleiben. Er hat jetzt hier hinten abgesmoked, aber da ist überhaupt keiner mehr. Also Richtung Vision können wir hier vielleicht direkt sagen, dieses Smoke war zumindest von unserer Sicht aus eigentlich witzlos, weil da sowieso keiner mehr war. Der Pier steht jetzt hier zum Bömmchen hin. Vermutet hier überall logischerweise jemanden, aber komplett offen für die Tees jetzt hier gerade. Und schön von hinten reingeballert und er wird von der Seite geholt. Okay, also ich würde sagen, bis dato noch überhaupt nichts Verdächtiges. Da hätten wir mit dem Taser rumgeballert. Die 10-Jahres-Geschichte ist ja am Start. Ich hoffe, ihr habt euch alle schon eure 10-Jahres-Coin geholt. Wow, ich habe mich so gefreut. Also ich meine, es ist natürlich ganz schön, die zu haben, aber... Oh, 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 da, der Gegner cheatet. Der Gegner ist auf jeden Fall am reinragen. Habt ihr das gesehen? Anti-Aim? Ganz klar sichtbar und ich denke auch komplett Spinny Botti Lotti Karotti. Und der wird ihn gleich ummachen jetzt von hinten wahrscheinlich. Da weiß er auch genau, wo er steht. Da ist natürlich direkt die Frage, ist das so ein Fall von Fake Report, wo ein Cheater in der Lobby rumkackt? Also es sieht im Moment zumindest so aus, wenn dieser Knilch da hinten links der Einzige wäre, der reinhackt. Hat dieser Knilch jetzt irgendwie es geschafft, dass jemand anderes oder vielleicht sogar alle anderen Neuen aus der Lobby hart gereportet werden, damit er nicht so auffällt, keine Ahnung, oder ich weiß auch nicht. Na gut, theoretisch müssten seine Reports ja trotzdem durchgehen, ne? Wenn seine Mates und auch die Gegner jeweils sagen, hey, du cheatest, du Drecksack, hier kommen die Reports, dann hilft ja auch so eine andere Geschichte nicht mehr. Auch wenn du die anderen alle reporten lässt, hilft das nicht mehr. Ich weiß auch nicht genau, ob das tatsächlich Praxis ist, ob das gang und gäbe ist, dass man sowas macht als Cheater. Aber ich sehe hier überhaupt nichts. Also wirklich null. Bis auf den einen halt. Der ist ja richtig, richtig, richtig fett am Reinscheißen. Vielleicht sehen wir ihn gleich nochmal durch die Wand. Also der ist eindeutig am Ragen. Der eine T. Hier ist er nicht mehr dabei. Vielleicht ist er gleich da hinten am Start. Ich glaube, der ist VA. Ja, es muss Kiwi sein. Nummer 6 sollte das sein, auf der Map hier zu sehen. Und der Rest ist clean, oder was? Ich habe jetzt auf seine Mates gar nicht geachtet. Aber das ist wieder so ein komisches Ding. Das haben wir jetzt schon ein paar Mal gehabt, aber wirklich, wirklich selten. Ja, da hinten ist er. Kiwi ist der Spinbotter. Seht ihr es? Da? Ja, gegen den werden sie wahrscheinlich keine Chance haben. Also ich meine, du kannst natürlich auch so jemanden halt mal irgendwie killen, aber eher nicht. Er hat hier ein echt schickes Knife am Start und auch schöne Handschuhe. Das passt gerade zu dieser neuen oder recht neuen Playlist, die wir eröffnet haben mit den Loadouts in verschiedenen Farben. Wir haben aktuell ja grün für euch fertig gemacht. Einmal in günstigen, einmal in teurer oder ich sag mal in teuer. Und lila und so weiter, schwarz und weiß und was ihr euch bereits schon gewünscht habt, wird auf jeden Fall folgen. Oh. Wobei ich jetzt in dem Fall diese Kombo nicht machen würde, also Rust Code plus diese Handschuhe. Aber naja, der rennt durchgehend auf A, der Spinboy. Also noch... Kann er hier kurz zeigen, was er drauf hat, aber ich erkenne hier wirklich überhaupt nichts. Also es sieht wie ein absoluter Legit aus. Auch seine Mates, also Seal haben wir jetzt schon ein paar Mal gesehen und auch die anderen drei waren immer wieder kurz zu sehen. Da ist bis jetzt zumindest nichts am Start. Vielleicht macht einer an, vielleicht macht er auch jetzt gleich noch an oder so. Und oh, okay, aber zwei Headshots, aber die waren jetzt auch eher Standard. Vielleicht fängt er jetzt dann noch Ultra an reinzudrehen oder irgendwie sowas und... rechtfertigt damit seinen Report. Aber mit den Skins, das wäre fatal. Das wäre wirklich... Das fände ich doch sehr fatal. Da ist er übrigens. Da hinten ist er, der Kiwi-Boy. Naja, aber er kommt nicht ran. Oder kommen sie doch alle über... Die kommen wahrscheinlich hier gerade über den Pornokeller rein. Wird er jetzt hier irgendwie... Oh, okay. Not bad. Zwei. Aha. Okay, doch nicht. Ich dachte, er fängt jetzt ultra an reinzuballern, aber das war irgendwie nix. Also ich kann dir beim besten Willen überhaupt nichts geben. Der hat, vielleicht hat er die ganze Zeit im Sprachchat alle beleidigt und die N-Bomben gedroppt oder sowas, aber das kann ich halt nicht überprüfen. Kann ich mir aber auch nicht vorstellen. Der ist durchgehend rumgesteppt und hat eigentlich ganz normal vor sich hingespielt. Also ich werde hier überall insufficient geben müssen. Denn es ist einfach insufficient.
und Later. Und ja, ich habe es ja vorhin versprochen, Giveaway-Time, meine Damen und Herren. Letztes Mal gab es ja für euch diese Desert Eagle Night für euch zu gewinnen. Wir ballern die ganze Sache ja wie immer mit dem YouTube-Comment-Picker raus. Ihr musstet als Codewort oder als Codephrase schreiben, was ihr von meinen Streams haltet, beziehungsweise ob ihr schon mal da wart oder eben auch nicht. Wenn man das in seinem Kommentar drin hatte, dann konnte man hier mitmachen und gewinnen. Wir snacken uns die Kommentare. 53, ach Gott, so viele Comments hatten wir, glaube ich, schon lange nicht mehr. Das sind nur eure ohne meine Antworten. Also das schallert ja richtig. Ja, das behalten wir im Kopf, dass es darum gehen muss, wie man meine Streams findet. Für 3 gute Shots kann man niemanden verurteilen, denn die waren mindestens genauso gut wie der Startbildschirm in jedem Stream. No Name. Ich gehe stark davon aus, dass du ja von meinen Streams sprichst und dass es diese Anspielung ist. Das reicht vollkommen aus. Du bist somit der aktuelle YouTube-Giveaway-Gewinner. Du bekommst diese Desert Eagle Night. Das Einzige, was du machen musst, Mr. No Name, ist, dass du mich hier unter diesem Video schreibst, oh, ich habe mitbekommen, dass ich gewonnen habe. Nice. Und dann sage ich, sehr schön, schreib mir bitte deinen Trade-Link und dann schreibst du mir als neuen Kommentar darunter einfach deinen Trade-Link, aber in gekürzter Form, weil YouTube ausflippt, wenn man irgendwelche Links schickt. Moment. Du schickst von deinem Trade-Link, der ja ungefähr so aussieht, einfach nur diesen Part hier rein. Dieses Partner ist gleich und so weiter und so fort. Das reicht vollkommen aus, damit ich dir den Trade schicken kann. Das einfach hier unten in die Kommentare. Und natürlich wäre ich dir überkeck, wenn es nicht ein neues Giveaway geben würde. Für jetzt. Und zwar gibt es für euch heute diese wunderbare AK-47 Slate zu gewinnen. Um hierbei mitmachen zu können, muss man nur eine Frage beantworten. Bist du bereits bei unserem aktuellen Knife-Giveaway mit am Start auf Twitch? Weißt du davon schon? Weißt du es noch nicht? Kommst du ran? Willst du kein Knife? Lirum larum. Wie sieht's bei dir mit unserem aktuellen Knife-Giveaway auf Twitch aus? So, Dille, dann wäre es das soweit wieder gewesen. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns dann gleich im Livestream, wenn ihr Zeit habt, ab 20 Uhr. Wir streamen jeden Dienstag und Donnerstag ab 18 Uhr und jeden Freitag ab 20 Uhr. Aktuell gibt's, wie gesagt, dieses schöne Knife und wie immer natürlich Viewergames und so weiter und so fort. Kommt dran, meine Damen und Herren. Danke für alles. Lasst es krachen. Und natürlich auch danke für die Kommentare und für die Likes. Nicht vergessen, ne? Also ich freue mich extrem über die Kommentare und beantworte auch jeden einzelnen Kommentar. Also ran. Und bis gleich, later. Mit Instagram kleben die Sachen ziemlich einfach. Von Papa wünsche ich mir 100 Rollen. Dann zur Weihnachtszeit, dass ich mal langsam einen Kartoffelflip esse. Denn dann gehe ich mit deiner dicken fetten Mutter auf die Instagram-Messe.